Vor langer Zeit herrschten zwei Rassen über die Erde. Steam, Menschen und Monster. Nein, Steam nicht, aber die Steam-Meldung stört mich gerade. Eines Tages jedoch brach ein Krieg zwischen den beiden Rassen aus. Nach einem langen Kampf erlangten die Menschen schließlich den Sieg. Sie versiegelten die Monster unter der Erde mit einem Zauberspruch. Zahlreiche Jahre später. Mount Abbott, 2000 irgendwas. Die Legende besagt, dass keiner vom Berg jemals zurückkehren würde. Undertale. Übersetzung von Chris Blue. Drücke 2 oder Enter. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Angespiel von Undertale. Ich habe Undertale persönlich selber schon komplett durchgespielt, deswegen habe ich kein Interesse an einem kompletten Let's Play dazu. Aber ich habe eine E-Mail von dem Chris Blue bekommen und der hat mir geschrieben, hey, ich habe eine Übersetzung zu dem Spiel gemacht. Fängt das Intro gleich nochmal neu an. Ich habe eine Übersetzung von dem gemacht. Willst du die nicht mal in einem Video zeigen? Und da ich Undertale selber super gerne zeigen will. Wie heißt nochmal der eine? Ich weiß den Namen gerade nicht. Und ich kann nicht mehr nach links lenken. Ich kann nur nach rechts lenken. Okay. Ach, warum funktioniert die Steuerung nicht? Was habe ich kaputt gemacht? Toll, nur nach rechts lenken zu können. Ich wollte mich nennen, wie ich mich beim ersten Mal genannt habe. Ich hieß Gonzo beim ersten Mal. Ich hatte aber auch gerade wegen einem anderen Namen überlegt, aber den weiß ich gerade nicht mehr. Da war es O. Wir schaffen es auch ohne nach rechts zu lenken. Ja, richtig. Wir können ja im Blümsfall nochmal in die Steuerung gucken. Undertale ist ein super, super geiles Spiel. Ja, ich laufe nach rechts automatisch. Ah, mein Gamepad hat nach... Okay, jetzt passt's. Gut, Undertale, hallo. Guck mal, sieht doch hübsch aus, das Spiel, oder? Na gut, grafisch. Es ist im ersten Moment... nicht sonderlich beeindruckend. Das kann ich sagen. Aber es ist von so vielen Leuten das Lieblingsspiel dieses Jahr. Also wirklich. Es gab auch auf so einem großen Gaming-Forum eine Umfrage, was das beste Spiel aller Zeiten ist. Und Undertale hat da gewonnen. Ich verarsche euch jetzt nicht. Und ich sage auch selber, dass dieses Spiel unglaublich gut ist und dass es jeder spielen sollte. Ich verlinke den Deutsch-Patch mit in der Beschreibung. Aber wenn ihr Englisch könnt, dann spielt es auf Englisch, weil dann gehen die Witze nicht so ganz verloren und sowas. Ich weiß, jeder Übersetzer macht sich die größte Mühe, alles noch in irgendeiner Weise trotzdem lustig zu halten. Auf der Seite steht auch eine Liste mit den Übersetzungen von Witzen und so weiter. So ein kleiner Artikel noch, wo er geschrieben hat. Ja, das und das musste ich halt austauschen, weil es im Deutschen nicht funktioniert. Aber, ja. Spielt es auf Englisch oder auf Deutsch, aber spielt es auf jeden Fall. Gibt's auf Steam. Kostet, Moment, bevor wir zu der netten Blume gehen, schaue ich doch mal kurz noch den Preis nach, damit ich, 10 Euro. 10 Euro kostet das Ganze, lohnt sich auf jeden Fall, dauert 6 bis 10 Stunden ungefähr zum Durchspielen. Hallöchen, ich bin Flowey. Flowey die Blume. Hallo Flowey. Du bist neu hier im Untergrund, nicht wahr? Oh je, du musst wirklich verwirrt sein. Jemand muss dir beibringen, wie die Dinge hier laufen. Das bleibt dann wohl an mir hängen. Bereit? Los geht's. Das Kampfsystem von dem Spiel ist so cool. Siehst du das Herz? Das ist deine Seele. Die Manifestation deiner Existenz. Deine Seele ist erst schwach. Wird jedoch stärker, wenn du GT sammelst. GT? Für was GT steht? Für Güte natürlich. Ach so, das hat er auch übersetzt. Das hätte ich auf Deutsch, auf Englisch gelassen. Im Englischen ist es LV. LV steht für Love. Weil LV sieht auch mehr nach Level aus. Das passt mehr, aber es ist halt eine deutsche Übersetzung.
Du willst doch auch Goethe, oder nicht? Und ich meine, das Wort Love kennt jeder im Deutschen. Keine Sorge, ich teile sie mit dir. Ja, wir bekommen Goethe. Hurra! Hier unten wird Goethe geteilt durch kleine weiße Freundeskugeln. Bist du soweit? Laufe herum, sammel so viele du kannst. Oh ja, Freundeskugel. Du Idiot. In dieser Welt gibt es nur töten oder getötet werden. Warum würde irgendwer so eine Chance verpassen? Stirb. Oh. Guck mal, wir kriegen noch mehr Freundlichkeitskugeln. Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, Hüterin der Ruinen. Ich komme jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand herabstürzt. Oder abstürzt. Du bist seit langer Zeit der erste Mensch, der hier ankommt. Komm mit, ich begleite dich durch die Katakomben. Hier entlang. Das Tutorial verhält sich ziemlich freundlich in dem Spiel. Es wird später aber auf jeden Fall schwerer. Aber ich weiß nicht, wie viel ich jetzt zeigen kann. Die Schatten der Ruinen überragen dich. Das erfüllt dich mit Entschlossenheit. HP vollständig geheilt. Speichern. Kunze, Ruineingang. Sind es jetzt Ruinen oder Katakomben? Willkommen in deinem neuen Zuhause, mein Kind. Ich werde dich über die Ruinen genauer aufklären. Ach, guck mal, da werden die Rätsel für uns gelöst. Die Ruinen sind voller Rätsel. Antike Verkettungen aus Umwegen und Türschlüsseln. Du musst sie lösen, um dich von Raum zu Raum bewegen zu können. Bitte gewöhne dich an diese Umstände. Ich guck mal kurz. Komme ich irgendwie in die Steuerungsoption? Ich weiß es nämlich nicht. Da unten war ja ein Speicherpunkt, ne? Ja. Was speichern wir nochmal? Bin ich hier gerade hängen geblieben? Speichern. So. Das schließt das Spiel komplett. Okay. Dann öffnen wir es einfach nochmal neu. Kein Problem. Ich habe nämlich die Sensitivität zu hoch und deswegen spinnt die Steuerung ein bisschen rum bei mir. Undertale. Gamepad anpassen. Oh, es schneit hier. Und der hat einen Weihnachtshut auf. Cool. Da. Die hier. Die hat Probleme gemacht. Huch. Huch, so krass hat es noch nicht davor reagiert. So. Steuerung testen. Links, rechts, oben, unten. Exit. Perfekt. Zurück. Fortsetzen. Ja. Ah, schon tausendmal besser. Huh. So, der erste Raum wurde von uns ja gelöst. Um Fortschritte zu erzielen, musst du Schalter betätigen. Hab keine Angst, ich habe die passenden Schalter beschriftet. Drücke Z, um Schilder zu lesen. Bleib auf dem Pfad. Das Spiel hat sehr viele humorvolle Stellen und Dialoge. Und es ist sehr eigen, aber es macht einfach Spaß. Und ich kann es wirklich einfach jedem nur empfehlen. Weil ich das Spiel selber auch sehr gern mag. Und jeder mag das Spiel gerne. Wir lösen natürlich hier die Rätsel. Wir, glaube ich, dürfen nicht mal den falschen Schalter umlegen. Nein, nein, nein. Drücke bitte den anderen Schalter. Ich habe ihn sogar für dich beschriftet. Naja, beschriftet. Markiert eher. Wunderbar, ich bin stolz auf dich, mein Kind. Lass uns in den nächsten Raum gehen. Ich spiele halt in dem Video den Deutsch-Patch, einfach um den gleich für alle mitzuzeigen, die nicht Englisch können. Weil wenn man Englisch nicht kann, dann macht das Spiel auch keinen Sinn für einen irgendwie. Als Mensch im Untergrund werden dich manchmal Monster attackieren. Für solche Situationen musst du vorbereitet sein. Fürchte dich nicht. Es ist ganz einfach. Wenn dir ein Monster begegnet, startet ein Kampf. Wenn du in einem Kampf bist, dann plaudere einfach freundlich. Nach einiger Zeit wird sich der Konflikt dann lösen. Übe doch einfach an dieser Attrappe. Okay. Hallo. Du begegnest der Attrappe. Tat. Attrappe? Reden. Du sprichst mit der Attrappe. Punkt, Punkt. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Toriel scheint zufrieden zu sein. Du warst siegreich. 0 XP und 0 Gold erhalten. Ah, sehr gut. Das hast du gut gemacht.
hier immer automatisch nach links läuft. Irgendwas stimmt mit der Steuerung bei mir nicht. In diesem Raum gibt es auch ein Rätsel. Ich frage mich, ob du dahinter kommst. Die Wegform sieht seltsam aus. Muss ich bestimmt gleich lösen. Oh, ich werde angegriffen. Froggit greift an. Hart, Froggit. Kompliment. Froggit versteht nicht, was du meinst, fühlt sich aber dennoch geschmeichelt. Und Toriel schaut ihn einfach nur böse an, damit er weggeht. Du warst siegreich. Null Erfahrung und null Gold erhalten. Ein besonderes Element in diesem Spiel ist es, man kann Gegner angreifen und töten, aber es hat seine Auswirkungen, sage ich mal. Und man kann auch das komplette Spiel durchspielen, ohne zu töten. Was ich übrigens vielleicht empfehlen sollte. Aber irgendwie auch nicht. Aber man sollte diese Information haben, dass man Monster nicht unbedingt besiegen muss. Sondern alles wirklich meistens über Dialoge oder über die Taten lösen kann. Der östliche Raum entspricht dem Entwurf des westlichen Raums. Ja, hier wäre jetzt ein Rätsel. Aber da wir mit der lieben Toriel unterwegs sind, die irgendwie hier mir den Weg blockiert. Das ist das Rätsel. Jedoch, hier, nimm meine Hand für einen Augenblick. Müssen wir das Rätsel natürlich nicht selber lösen, sondern Toriel zieht uns einfach mit. Und wir haben gar keine Wahl, als einfach hier durchgeschliffen zu werden. Naja, wer will schon die Rätsel selber lösen müssen? Die Rätsel sind ab jetzt einfach zu gefährlich. Du hast dich soweit gut geschlagen, mein Kind. Ich muss dich jedoch um etwas Schwieriges bitten. Ich möchte, dass du das Ende dieses Raumes alleine erreichst. Vergib mir bitte. Nein, dramatische Musik. Aber ich bin zu einsam. Mama! Mama, verlass mich nicht! Der Gang ist so lang. Hilfe! Das ist echt ein sehr langer Gang. Ein sehr, sehr langer Gang. Oh, eine Säule. Eine Säule. Grüße, mein Kind. Keine Sorge. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Säule. Ich danke dir für dein Vertrauen. Es gab einen guten Grund für diese Aufgabe. Ich wollte deine Selbstständigkeit testen. Ich muss meiner Arbeit nachgehen und dich eine Weile hier lassen. Bitte bleib hier. Es wäre gefährlich, alleine weiterzugehen. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Handy. Wenn du etwas brauchst, dann ruf mich einfach an. In Ordnung? Sei artig, ja? Nice. Jetzt können wir surfen mit unserem Handy. Ring! Hallo? Hier spricht Toriel. Du hast den Raum doch nicht verlassen, oder doch? Es gibt noch einige Rätsel, die ich dir noch erläutern muss. Es wäre sehr gefährlich, alleine weiterzugehen. Sei artig, ja? Klick! Ich lese manche Sachen falsch vor, aber ich will mich jetzt auch nicht dauernd korrigieren. Oh, was ist das denn? Hier steht, nimm eines. Bonbon nehmen? Ja. Du hast ein Bonbon genommen. Drücke C, um das Menü zu öffnen. Nimm eines Bonbon nehmen? Ja. Du hast mehr Bonbons genommen. Wie furchtbar. Hahaha. Nimm eines Bonbon nehmen? Ja. Du hast noch ein Bonbon genommen. Du füllst dich wieder Abschaum der Erde. Nimm eines Bonbon nehmen? Ja. Du warst zu schnell. Die Bonbons fallen auf den Boden. Oh. Jetzt kann ich sie nicht mehr nehmen. Sieh, was du getan hast. Ich habe fürchterliches vollbracht. Das Spiel knisternder Blätter erfüllt dich mit Entschlossenheit. HP vollständig geheilt. Ruinenlaubhaufen. Was bist du? Quack, quack. Entschuldige, Mensch. Ich habe einen Ratschlag über das Bekämpfen von Monstern. Wenn du eine Tat erzwingst oder kämpfst, bis ein Gegner fast besiegt ist, dann möchten sie dich eventuell gar nicht mehr bekämpfen. Wenn ein Monster nicht kämpfen möchte, bitte. Zeige ein wenig Gnade, Mensch. Quack. Im Englischen ist es Mercy. Heißt, wenn man ein Wimsum nähert sich widerstandslos. Tat. Trösten. Wenn du das Wort erhebst, bricht Wimsum in Tränen aus und rennt davon. Du warst siegreich. Oh. Warum es mich dann überhaupt angegriffen hat. Naja. Oh, es sieht aus, als würde der... Oh nein! Naja. Rätsel gelöst. Oh, wir greifen uns das nächste an.
Wenn der Name von einem Gegner gelb ist, heißt es, der kann schon gemercied werden. Oder man kann schon Gnade zeigen. Deswegen, ja. Die sind eh schon so gesehen besiegt, bevor der Kampf anfängt. Hallo? Hier spricht Toriel. Ohne speziellen Grund. Was magst du lieber? Zimt oder Karamell? Zimt. Oh, in Ordnung. Vielen lieben Dank. Klick. Ring. Hallo? Hier spricht Toriel. Du lehnst Karamell nicht ab, oder? Ich kenne deine Vorliebe, aber wäre es schlimm, das auf deinem Teller zu sehen? Genau, ich verstehe. Vielen Dank für deine Geduld übrigens. Klick. Man kann da in dem Raum, wo sie weggeht, wirklich 10 Minuten warten oder so, und dann wird man nochmal von ihr angerufen. Und dann 10 Minuten später nochmal oder sowas, aber es dauert ja. 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Okay. Oh, wollte ich gerade machen, aber hier kommt ein Frogget. Ich mache ihm nochmal ein Kompliment. Robert versteht nicht, was du meinst, fühlt sich aber dennoch geschmeichelt. Stark errötet. Quark. Das Kampfsystem ist ganz simpel. Ich bin dieses Herz und muss den Angriffen ausweichen. Ich habe den Kampf eigentlich schon geschafft, aber ich will mal nochmal einen Angriff. Genau, es besteht eigentlich einfach daraus, wir müssen mit unserem Herz immer diesen weißen Objekten ausweichen. In den meisten Kämpfen am Anfang zumindest. Es gibt dann später noch ein paar Twists und so. Und bei Bosskämpfen nochmal extreme Twists in den Kämpfen. Es ist sehr cool. Aber wir können ihn jetzt natürlich verschonen. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr gerade mehr drauf ein. Ich werde nicht hier alles großartig spoilern oder verraten. Das wäre ja gemein von mir. Und übrigens, man kann hier runterfallen, aber ich kenne den Weg. Vorgetippt vor dich. Man kann Gegner auch angreifen. Ich zeige das einfach mal wegen dem Video hier. Das ist dieses System, wo man... Miau. Da muss man einfach drücken, wenn der Balken in der Mitte ist. Also umso näher ich in die Mitte komme, umso mehr Schaden mache ich. Quack, quack. Oh Gott. Er ist in mein Herz reingehüpft. Vorgott scheint nicht zu wissen, warum er es hier ist. Es? Nicht er? Na egal, ich mache den Kompliment. Stark errötet. Er kommt hier nicht mal an mich ran. Verschonen. So. Das ist nicht schlimm, wenn man Gegner schlägt. Man kann sie auch alle fast tot hauen und dann geben sie von alleine auf. Einige Vorgots. So, jetzt muss ich erst beiden ein Kompliment machen, bevor ich den Kampf beenden kann. Und es kommen mehr Angriffe gleichzeitig. Heißt, jetzt kommen die Schüsse und die Fliegen gerade, weil der eine Schüsse macht und der andere die Fliegen. Aber, jetzt machen wir Vorgott B ein Kompliment noch. Wir könnten auch bei dem einen jetzt Gnade zeigen, dann wird nur ein Angriff kommen, aber... ich schaffe das schon. So, hier unten ist man übrigens viel sicherer als oben, wo die Punkte spawnen. So, Gnade verschont, zack. 4 Gold erhalten. Gold bekommt man trotzdem. Aber man bekommt halt da keine GT/LV. Wow, Vorsicht, Kumpel. Wer sagt, du könntest mich einfach herumschieben? Hm? Du fragst mich also, ob ich mich bewegen würde? Okay, nur für dich, Mäuschen. Bisschen weiter, bitte. Hm? Du willst, dass ich mich noch weiter bewege? In Ordnung. Gut so? Hm? Das war die falsche Richtung? Okay, ich denke, ich verstehe. Ah, danke, Mr. Stein. Ey! Hm? Was, ich soll doch bleiben? Du lässt mich ja richtig aus. Ach, da wollte uns der Stein ein bisschen pranken. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages ihr Loch verlässt und den Käse findet, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. Ich guck mal kurz was. Eine Sekunde. So, da sind wir wieder. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, weil die Musik ist relativ laut. Aber ich muss übrigens noch dazu sagen, dass der Soundtrack von dem Spiel unglaublich gut dazu beiträgt, wie gut das Spiel ist. Also alle Lieder in dem Spiel gefallen mir echt gut. Besonders die Bosskampflieder, aber... Schauen wir mal, der Käse liegt hier schon seit langer Zeit. Er klebt am Tisch fest. Wir machen mal... Oh, Napster Blue. Ich liebe sein Lied. Er schläft. Ich sag jetzt mal nicht die Zzzz nach. Sind Sie schon weg? Er tut so, als würde er schlafen. Der Geist gibt ein lautes Zzzz von sich und tut so, als würde er schlafen. Mit Kraft bewegen. Ja.
Okay, hier kommt Napster Blue. Napster Blue, was können wir denn mit dir machen? Drohen, aufmuntern, flirten, Analyse. Napster Blue, Attacke 10, Verteidigung 10. Dieses Monster scheint keinen Sinn für Humor zu haben. Oh, ich bin sehr witzig. Und er weint nach uns. Aber wir lassen uns nicht von ihnen anweinen. Napster Blue starrt in die Ferne. Drohen. Du wirfst Napster Blue einen eiskalten Blick zu. Nur zu, versuch es. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, entschuldige dich. Oh, er hat keine Lust anzugreifen. Napster Blue gibt vor zu schlafen. Aufmuntern. Du schenkst Napster Blue ein freundliches Lächeln. Ich weiß nicht, was das überhaupt darstellt, aber es ist manchmal schwer, dem auszuweichen. Geil, erstmal zweimal getroffen werden. Napster Blue sieht ein wenig munter raus. Der Item habe ich ja jetzt hier. ein paar Monsterbonbons. Weil ich ja. So ein paar von der Schale genommen und damit kann man sich heilen. Du bist ein Monsterbonbon und bist komplett geheilt. Mir geht es gut, danke. Okay, dann hör auf, nach uns zu weinen. Na gut, nach links kommst du irgendwie eh nicht. Flirten! Ich strecke dich nieder. Oh. Er mag unsere Flirties nicht. Napster Blue sieht ein wenig munterer aus. Nochmal flirten. Okay, er streckt uns wieder. Ich glaube, wir sollten ihn lieber aufmuntern, anstatt mit ihm zu flirten. Aufmuntern. Du erzählst Napster Blue einen kleinen Witz. Hehe. Da sagt er schon zweimal, hä. Ist ja fast schon lachen. Das Aufmuntern hat Napster Blue Stimmung noch weiter gehoben. Aufmuntern. Napster Blue möchte dir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Oh. Ich nenne es Eleganzblug. Gefällt es dir? Ach, er hat sich einen Hut geweint. Da flirte ich doch mit ihm, mit dem hübschen Hut. Oh nein. Normalerweise besuche ich die Ruinen, weil hier nie jemand ist. Aber heute habe ich eine nette Person getroffen. Oh, ich schweife wieder ab. Ich bin dann mal weg. Tschüss, Napster Blue. Da hat er geschlafen. Hier rechts kann man bei den Spinnen shoppen gehen. Spinnenkuchen-Bazaar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. 7 Gold im Netz lassen. Ich würde gerne, aber ich habe noch keine 7 Gold. 18 Gold im Netz lassen. Ja. Aber wir müssen da auf jeden Fall was... Wir müssen nicht, aber man kann sich da halt Heilung kaufen. So. Achso, erstmal das Schild hier lesen natürlich. Haben Sie es verpasst? Spinnenkuchen-Bazaar unten rechts. Kommen Sie und genießen Sie Gerichte von Spinnen für Spinnen aus Spinnen. Lecker. Quark, quark. Ich habe gehört, F4 sorgt für ein Vollbild. Aber für was steht F4? 4 Frösche? In diesem Raum habe ich höchstens 3 Frösche gesehen. Das macht mir jedenfalls Sorgen. Quark. Quark, quark. Ich hörte, du bist für einen Menschen recht gnädig. Du weißt bestimmt, dass du ein Monster verschonen kannst, was in seinem Namen gelb ist. Wie denkst du darüber? Eher schlecht. Ehrlich? Dann erzähle ich mal jedem meinen Freunden, dass sie es weitererzählen sollen. Benutzt niemals gelbe Namen. Wie hört sich das an? Keine gelben Namen mehr. Okay, ich werde Ihnen erzählen, keine gelben Namen zu verwenden. So, wir haben jetzt etwas geändert im Spiel. Was man machen kann, so als kleines Easter Egg. Molzmol und Migosp. Reden wir erstmal mit Migosp. Ist mir egal. Und der andere macht nur Schleimgeräusche. Okay, haben wir geschafft. Reden wir nochmal mit ihm? Ist mir egal. Okay. Nicht sehr gesprächig. Dann flirten, imitieren wir doch den Molzmap. Du hängst mit Molzmap. Du hast das Gefühl, die Welt besser zu verstehen. Blub, blub. Okay. Flirten? Du schwingst deine Hüften. Molzmap verschwingt zurück. Welch vielsagende Konversation. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie man die Mercy kriegt. Nochmal flirten. Du schwingst deine Hüften. Molzmap schwingt sich zurück. Welch vielsagende Konversation. Wir finden es schon noch raus. Solange sie mich vorher nicht töten. Verschonen.
gucken, wo er tanzt. Migos schert sich nicht um die Welt. Was siegreich. Eigentlich entweder backt's rum oder wie kommst du ohne gelbe Namen zurecht? Es ist so toll. Oder es ist toll. Ich hoffe, die begegnen kein Mana-Monster. Hallo? Es ist schon eine Weile her, seit ich aufgeräumt habe. So schnell habe ich gar keinen Besuch erwartet. Wahrscheinlich liegen überall viele Sachen herum. Du kannst etwas nehmen, aber nicht mehr, als du tragen kannst. Vielleicht findest du eines Tages etwas, das dir wirklich gefällt. Dafür solltest du immer etwas, ein wenig Platz in deiner Tasche lassen. Klick. Eigentlich sollten die Gegner ab jetzt pinke Namen haben, wenn sie bereit sind zum Verschonen. Eigentlich. Ich wollte gerade schwingend ein Ding sagen. Die besiegt man, indem man sie einfach zweimal verschont. Okay. Kein Wunder, dass ich es vergessen habe. Oh, da war Flowey gerade. Wenn man manchmal ganz flott ist oder zurückläuft in Gebieten, dann sieht man sie nochmal. Die beobachtet einen so ein bisschen. Und ich glaube, ich suche gerade hier was. Ich sollte vielleicht nicht den Text wegdrücken, dann kann ich auch mal lesen, was der sagt. Migos beschert sich nicht um die Welt. Na schon, du warst siegreich. 2 Gold erhalten. Ich glaube, man muss den F4... Warte mal, ich mach mal F4. Jetzt seht ihr nichts mehr. Ah. Okay, warte, mach ich nochmal F4. So, jetzt seht ihr wieder das. Und den Mauszeiger habt ihr auch im Bild. Ups, Entschuldigung. Könnt ihr jetzt mal endlich weggehen? Ich euch beide jetzt schon besiegt habe. Verschont habe. Wollt immer mit mir spielen. So, jetzt kaufen wir auf jeden Fall kurz noch was hier unten. Nehmen wir nochmal ein Heilmittel mit. So, 15 Gold. Zack, einige Spinnen krabbeln herunter und gaben dir einen Donut. So, 2 Spinnendonuts mitgenommen. Perfekt, jetzt haben wir ein bisschen Heilung. Ich glaube, man kann einen der Frösche oben in der Wand sehen, wenn man im Vollbild spielt. Der ist so ein Pixel groß. Es gibt nur einen Schalter. Oh nein, dann sollten wir unbedingt in das richtige Loch herunterfallen. Ach, das war das richtige. Ups. Wusste ich natürlich. Nicht. Lux nähert sich. Schikanieren? Nicht schikanieren. Nicht schikanieren. Endlich versteht es jemand. Ja, aber trotzdem schickst du da noch deine Gummibälle nach mir. Verschonen. Du warst siegreich. Oder vielleicht bleiben die Namen weiß. Aber ich hab irgendwo gesehen, dass die Namen pink wurden. Wenn man die Leute richtig verschont. Wenn man das auswählt. Hier kommen jetzt noch ein paar Schalterrätsel. Die Tür ist kein Ausgang, sondern eine Veränderung der Perspektive. Ich glaube, hier muss man nicht mal eindrücken, es ist einfach offen, ja. Wenn du dies liest, drücke den blauen Schalter. So, weil man die zwei sieht und die immer an der Säule sind, ist es logisch, dass der Schalter einfach dahinter ist. Nicht schikanieren. Endlich versteht es jemand. Und Anna sagt, bitte nicht schikanieren. Okay. Ich bin mir echt sicher, dass die dann pink werden sollten. Jetzt habe ich einfach nur einen Hard Mode. Na super. Also dann macht es nicht in dem Deutsch-Patch. Weil ohne die Farbe ist es echt verwirrend. Wenn man Monster gnaden kann oder nicht. Wenn man das liest, drücke den roten Schalter. Ich kann also noch zu dem Frosch zurückgehen, theoretisch. Aber es wird jetzt dauern. Schikanieren. Du gemeine kleine Schnepfe. Ach, tut mir leid. Okay, nicht schikanieren. Endlich versteht es jemand. Gummibälle, Gummibälle. Knabe. Siegreich. Okay. Zack, dann wollen wir hier. Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Ich kann auch weglaufen. Das war der grüne. Okay. Ich glaube, die Reihenfolge der Schalter war immer gleich. So. Warum geht's denn hier nach rechts? Hallo, Frosch.
Quack, quack, hört zwischen uns beiden. Ich sah Toriel vor einem Weile hier vorbeilaufen. Sie trug einige Lebensmittel sich herum. Ich frage, wenn wir nicht Nachfolgerhilfe sind. Wir sind zu schüchtern, um mit ihr zu reden. Quark. Du findest ein Spielzeugmesser. Spielzeugmesser. Benutzen. Spielzeugmesser ausgerüstet. Jetzt mache ich mehr Schaden. Es bringt doch überhaupt nichts, wenn ich nicht angreife, aber... Ich hab's mitgenommen. Oh je, das hat länger gedauert, als ich dachte. Da ruft sie mich an, obwohl ich vor ihr stehe. Hier bist du hierher gekommen, mein Kind. Bist du verletzt? Ich werde dich gesund pflegen. Ich hätte dich nicht so lange alleine lassen sollen. So unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Okay. Erstmal speichern. Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht Entschlossenheit. Speichern. Riechst du das? Überraschung, es ist ein Karamell-Zimtkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. So many surprises für mich. Das ist es. Ein Zimmer ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Nimm deine Hand von mir. Brennt da etwas an? Fühl dich einfach ganz wie zu Hause. Okay, cool, jetzt haben wir hier ein Zimmer. Würde ich sagen, gehen wir erstmal schlafen. Ach, die Musik ist auch hier so schön. Du findest ein Stück Karamell-Zimtkuchen. Und den Spiegel da ganz rechts müssen wir uns noch angucken. Weil der cool ist. Wenn ihr selber spielt, untersucht bitte alles. Aber ich kenne halt viele schon. Es ist dein Spiegelbild. Ach, ich glaube im Englischen steht einfach nur da, it's you. Zimmer wird renoviert. Es haben mehr Sachen von Bedeutung, als man anfangs annimmt. Deswegen lohnt es sich, alles zu untersuchen. Sag ich mal so. Hallo. Oh, schon aufgestanden? Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Das mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, egal. Vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Wann kann ich gehen? Was meinst du? Das hier ist jetzt dein Zuhause. Möchtest du etwas über das Buch erfahren, das ich lese? Es trägt den Titel 72 Anwendungen für Schnecken. Was meinst du? Wo ist der Ausgang? Wie wäre es mit einem Fakt über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken manchmal ihr Verdauungssystem ändern, wenn sie altern? Wo ist der Ausgang? Ich muss etwas erledigen. Bleib bitte hier. Nö, wir rennen hinterher. Da gucken wir doch mal. Man kann auch vorher hier runtergehen. Dann kommt sie immer und zieht einen wieder nach oben. Aber man kann irgendwie, glaube ich, 5-mal hier runtergehen. Dann passiert dasselbe. Man kann die Sache so, das Event hier auf mehrere Weisen triggern. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Gott, ich habe so Angst, diese nächsten Charaktere falsch zu synchronisieren. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird je wieder hier rauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Nope, ich gehe weiter. Ich möchte nach draußen. Freiheit, please. Jeden Menschen, der hier runterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss es immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind, wenn du die Ruinen verlässt, werden sie... Asgore wird dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Nö. Versuche nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Okay, ich folge dir mal. Hallo. Du möchtest so dringend gehen? Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Toriel blockiert den Pfad. Tat, Toriel. Reden. Dir kommen keine Gesprächsthemen in den Sinn. Wenn ihr
jetzt schon entscheidet, das Spiel zu spielen, dann schaut bitte nicht an, nach, wie... Oder schaut erst, wenn ihr wirklich keine Lösung findet, sie kampflos zu besiegen. Aber... Es ist hier, gehört ja mit dazu, herauszufinden, wie man die Bosse besiegt, ohne zu kämpfen manchmal. Und ich weiß es natürlich alles, weil ich das Spiel gut kenne. Deswegen reden wir erstmal mit ihr. Du versuchst wieder etwas zu sagen, doch. Toriel verhält sich distanziert. Reden. Ironischerweise scheint Reden nicht die Lösung für diese Situation zu sein. Und ich mach das... Moment mal. Wenn wir hier gerade ein bisschen Schaden bekommen. Ich nochmal den Sound ein bisschen leiser, weil der Bosskampf echt laut war. Nicht zu leise. So, mache ich mal so. Toriel bereitet einen magischen Angriff vor. Ich zeige euch etwas. Was euch ein praktischer Tipp sein kann. Also ich zeige auch gleich die Lösung. Hier steht ja auch wieder, dass Reden nicht die Lösung ist. Wenn man, fast tot ist. Ich glaube jetzt schon. Greift Toriel nicht mehr an. Weil sie nicht in der Lage ist, euch umzubringen. Weil sie zu viel für euch empfindet. Toriel sieht durch dich durch. Gnade, verschonen. Punkt, Punkt, Punkt. Verschonen. Punkt, 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 Punkt. Ich glaube, also... Man sollte verstehen, worauf es hinausläuft. Verschonen. Verschonen. Fragezeichen. Da wundert sich Toriel, warum will ich sie nicht angreifen, um unsere Stärke zu zeigen. Verschonen. Was tust du? Und ja, man kann sie auch töten. Kämpfe oder fliehe. Nö. Verschonen. Was beweist du auf diese Art? Das Fragezeichen war außerhalb der Textbox. Bekämpfe mich oder fliehe. Hör auf. Nö, ich mach weiter. Gnade ist der only way. Schau mich nicht so an. Ich glaube, man sieht dann auch so ein bisschen was in ihrer Mimik, wie sich ändert. Geh weg. Man kann es den ganzen Kampf auch machen, wenn man viel HP hat, greift sie ja weiter an. Kann auch die ganzen 80 Runden ausweichen. Habe ich, glaube ich, beim ersten Mal spielen gemacht. Nochmal 3 Punkte. Aber beim ersten Mal waren es 5 Punkte, wo sie Punkte gemacht hat. Also ist immer noch was anders. 2 Reihenpunkte. Oh, jetzt guckt sie trauriger. Depri-Ziegen-Mom. Ich weiß, du möchtest nach Hause, aber... Ich bitte dich, geh nach oben. Ich verspreche, dass ich auf dich aufpasse. Oh, da lächelt sie uns an. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir können ein gutes Leben führen. Warum machst du es nur so schwer? Bitte, geh nach oben. Haha. Bedauernswert, nicht wahr? Nicht einmal ein Kind kann ich retten. Och. Aber ich verstehe. Du wärst hier unten nicht unglücklich. Was? Du wärst hier unten nur unglücklich, abgeschnitten von der Außenwelt. Die Ruinen sind wirklich klein, wenn man sich daran gewöhnt. Es wäre nicht richtig, dich hier aufwachsen zu lassen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, mein Kummer. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komme bitte nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst das. Und da gibt's uns nochmal eine kleine Umarmung mit auf dem Weg. Lebe wohl, mein Kind. Guckt's uns nochmal nach. Tschüssi. Geh dann mal. So, damit hat man es die Einleitung geschafft, sage ich mal so. Und ein bisschen Tutorial auch. Den ersten Bosskampf hier. Ja, das zählt als erster Bosskampf, würde ich sagen. Alle Kämpfe, die etwas länger gehen. Clever, sehr clever. Hier kommen auch sehr viele unterschiedliche Dialoge, je nachdem, wie man sich halt in den Ruinen verhalten hat, wenn man Monster bekämpft hat oder nicht, ne?
Du denkst wohl, du bist besonders klug, oder nicht? In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden. Du hast es also geschafft, nach deinen Regeln zu spielen. Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Hehehe. Ich wette, du fühlst dich großartig. Dieses Mal hast du niemanden getötet. Doch du wirst... Was wirst du machen, wenn dir ein eiskalter Mörder begegnet? Du wirst sterben und sterben und wieder sterben. Bis du schließlich ermüdest. Was machst du dann? Tötest du aus Frustration? Oder wirst du diese Welt aufgeben? Und mir die Macht der Kontrolle überlassen? Ich bin der Prinz der Zukunft für die... Was? Ich bin der Prinz für die Zukunft dieser Welt. Keine Sorge, kleiner Herrscher. Mein Ziel ist kein Königsmord. Das macht das Ganze so viel interessanter. Tut mir leid, falls euch eine der Synchronstimmen nicht gefällt. Aber ich will das Spiel ja zeigen. Und irgendwie will ich sie auch vorlesen, ne? Undertale, Übersetzung Chris Blue. Von Toby Fox, das ist der Entwickler von dem Spiel. Eine Person hat den Kickstarter davon und hat es größtenteils alleine gemacht, auch mit ein bisschen Hilfe von anderen. Im Busch ist eine versteckte Kamera. Oh, so ein Zufall. Dann laufen wir mal hier diesen komischen, langen Weg entlang. Mit den gruseligen großen Bäumen vor uns. Oh, guck mal, ein Ast. Warum ist er gebrochen? Was ist hier los? Da war was. Ganz schön spooky hier. Mensch. Weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Drehe dich um und schüttle mir meine Hand. Hey, der alte Trick mit dem Furzkissen in der Hand. Kommt immer gut an. Wie auch immer, du bist doch ein Mensch, nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sans. Sans, das Skelett. Eigentlich soll ich hier noch Menschenausschau halten. Aber, weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder Papyrus ist ein absoluter Menschenjagdfanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht er dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat sich beim Abstand verschätzt. Schnell, verstecke dich hinter dieser glücklich geformten Lampe. Das nenne ich jetzt aber einen starken Übersetzungsfehler. Dieser zufällig richtig geformt. Im Englischen ist halt, geh hinter diese Lampe, die genau deiner Körperform entspricht, so im Englisch. Conveniently shaped lamp. Aber nicht glücklich. Da hätte ich ja lieber übersetzt, versteck dich hinter der menschenförmigen Lampe. Oder so. Naja, gehen wir einfach hinter die zufällig passende Lampe. Oh Gott, die Schrift hängt ineinander. Was geht ab, Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast immer noch nicht deine Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Was machst du überhaupt? Die Lampe anstarren. Die ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde einen Menschen fangen. Dann werde ich der große Papyrus. All die Dinge kriegen, die ich mir so sehr... wünsche. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde jeden Morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Sans! Du bist mir keine Hilfe, du fauler Knochen. Du hängst nur herum und schindest Zeit. Schindest Zeit, wahrscheinlich.
Du wirst jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart. Sans! Komm schon, du lächelst doch. Ja, und ich hasse es. Warum muss jemand Großartiges wie ich so viel für ein wenig Anerkennung schuften? Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob. Ach man. Puh. Ich werde mich beim Rätseln widmen. Was ich dir für deine Arbeit rate, zeig ein wenig mehr Rückgrat. Okay, du kannst jetzt herauskommen. Du solltest besser gehen. Er kommt bald zurück. Und falls er das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Nur eine glücklich geformte Lampe. Naja, glücklich. Es scheint eine Art Kontrollpunkt oder Wachposten zu sein. Aber hier liegen Flaschen mit Ketchup, Senf und anderem Geschmäckern. Puh, ich hoffe, ich habe sie gut vertont und ich hoffe, ich übersteuere nicht dabei. Wahrscheinlich schon. Hey, warte. Ich will dir ja keine Umstände bereiten, aber... Weißt du, mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Er sah noch nie zuvor einen Menschen, also könntest du ihm helfen? Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe schon einmal vor. Puh. Die Wohlgeformtheit dieser Lampe erfüllt dich noch immer mit Entschlossenheit. Je nachdem, wie gut der erste Part dann kommt, entscheide ich mich, ob ich den Rest spiele. Das Spiel ist ja nicht so lang. Es ist eine Kiste. Du kannst Items hereinlegen oder herausnehmen. Die Kiste wird später wieder auftauchen, also musst du nicht zurückgehen. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenfan. Kiste verwenden, ja. Stock kann ich reinlegen, Karamellkuchen kann ich reinlegen und den Handschuh kann ich rausnehmen. Nämlich Rüstung. Item, Handschuh, Info. Handschuh, Waffe, Attacke 5. Ein pinker Lederhandschuh für Wesen mit 5 Fingern. Das ist eine Waffe? Handschuh ausgerüstet. Spielzeugmesser. Dann lege ich das Spielzeugmesser weg. Oh, ich werde angegriffen. Ein Schneedrache fliegt herbei. Tat. Machen wir jetzt mal verschonen. Ich weiß, wie der geht. Chillt mal. Der macht immer Schneewitze. Schneedrache stellt fest, dass sein eigener Name ein Wortwitz ist und flippt aus. Lachen. Du lachst über Schneedraches Witz. Aha, lachen. Vater hatte Unrecht. Okay. Armes Kind. Mein Vater meinte nie, er sei witzig gewesen. Jetzt können wir dich verschonen. Weil du glücklich bist. So, wir gehen direkt rechts lang. Also, was ich dir über Andein erzählte. Sans! Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Naja, ich denke, das ist nur ein Stein. Oh. Hey, was ist denn da vor dem Stein? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott! Sans, ich habe es endlich geschafft! Andein wird, ich werde so... Beliebt! 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 Mensch! Du wirst dieses Gebiet nicht durchqueren! Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten! Dann werde ich dich fangen! Du wirst in die Hauptstadt gebracht! Und dann... Dann... Bin ich mir nicht sicher, was als nächstes passiert. Wie auch immer! Geh nur weiter, wenn du dich traust! Nun, das ist gut gegangen. Mach dir nichts draus, Kind. Ich halte meine Augenhöhlen offen. Da greift mich schon wieder was an. Ich wollte gerade den Standort untersuchen. Eiskappe stört das Sichtfeld. Ignorieren? Du schaffst es, deinen Blick von Eiskappes Hut abzuwenden. Er sieht genervt aus. Hallo? Mein Hut ist hier oben. Tja, was ist, wenn ich deinen Hut nicht angucken möchte? Ach, ich liebe das Kampfsystem so sehr. Eiskappe überprüft heimlich, ob du seinen Hut anschaust. Ignorieren. Du ignorierst Eiskappes Hut weiterhin. Er sieht besiegt aus. Okay, ich ignoriere dich auch. Ja, aber angreifen tust du weiter. Typisch. Na schon. Tja,
Die mit dem großen Hut muss man nur ignorieren. Auf diesem Karton steht etwas geschrieben. Du untersuchst den gut gebauten Wachposten. Du grübelst, wer ihn gebaut haben könnte. Ich wette, es war diese wirklich sehr berühmte Königswache. Notiz, nicht ganz so berühmte Königswache. Ach, Papyrus. Keine Bewegung. Das Doggo. Hat sich etwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, die sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, stelle ich sicher, dass es sich nie wieder bewegt. Doggo stellt sich in den Weg. Ach, ich liebe Doggo. Doggo ist super. Alle Hunde sind super. Und sonst am Anfang vom Spiel kommen richtig viele Hunde. Spoiler. Tat, Doggo, streicheln. Doggo kümmert sich zu sehr um deine Bewegungen. Bewege dich nicht. So, eine neue Mechanik. Blaue Angriffe. Bei blauen Angriffen darf man sich nicht bewegen. Natürlich kommt es erstmal sehr einfach. Doggo kann nichts finden. Okay, dann können wir ihn ja jetzt streicheln. Du streichelst Doggo. Man sieht seine Reaktion. Was? Ich wurde gestreichelt. Was? Wo? Wie? Wo? Was? Wo? Was? Doggo wurde gestreichelt. Ich habe gesagt, da. Pet, pat, pat, pet, pet, pat, pat. Gnade. Du wurdest was siegreich. Neue Erfahrung, 30 Gold halt. Man kann ihn, glaube ich, noch öfter streicheln, dann passieren noch mehr Dialoge. Habe ich aber gerade nicht dran gedacht. Etwas streichelt mich. Etwas, das sich nicht bewegt. Ich brauche erstmal ein paar Hundeleckerli. Hallo? Ist da jemand? Nein? Spielt ihr beiden mir einen Streich? Sehr witzig. Also, ihr denkt an die Skelette. Großer? Bist du da? Komm schon. Naja. Es ist nicht das große Skelett. Er ist zu laut. Wer auch immer du bist, hör auf damit. Oh, jetzt sagt er nichts mehr dazu. Jemand hat Hundeleckerli geraucht. Also Doggo. Kannst du es wagen? Und hier ist Sans und gibt dir nochmal einen Tipp, dass man bei blauen Angriffen sich nicht bewegen sollte. Dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dem sehr langen Part Undertale? Wir hören bei diesem netten Schneemann auf. Der Schneemann möchte nur, dass man ein Stück Schnee durch die ganze Welt trägt. Bis ans andere Ende des Untergrunds. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Und ich empfehle es jedem erst selber durchzuspielen, bevor man sich Let's Plays oder sowas dazu anschaut. Es ist halt einfach großartig, das Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ihr habt ein Spiel für euch gefunden. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss.